30 Minuten Yoga Flow bei Menstruation, Yoga mit Lucy. Setze dich im Schneidersitz oder in einer für dich angenehmen Meditationshaltung auf deine Matte. Lege deine Hände auf deinen unteren Bauch unterhalb des Bauchnabels. Lege die Hände wieder auf deinen Oberschenkeln in Meditationshaltung ab und spüre weiterhin deinen Atem und dein Sein. Öffne langsam deine Augen und bring deine Hände an deine Hüften. Beug dich langsam nach vorne und wieder zurück. Die Bewegung kommt aus dem unteren Rücken. Komm in deinem eigenen Atemrhythmus in einen langsamen Flow. Die Bewegung geht vom unteren über den oberen Rücken bis zum Kopf. Der Kopf neigt sich nach vorne und geht wieder nach hinten. Atme aus, komme nach vorne. Atme ein, geh wieder zurück. Aus, gehe nach vorne, atme ein, komm wieder nach oben. Aus, nach vorne, ein, nach oben. Folge deinem eigenen Rhythmus und komme wieder zum Sitzen mit geradem Rücken. Du kannst den ganzen Flow mit offenen oder geschlossenen Augen fortführen, wie es für dich angenehmer ist. Jetzt beug dich zur linken Seite, dem Kopf über die rechte Seite, komm wieder nach hinten, mach eine kreisende Bewegung mit deinem Oberkörper. Links vorne, rechts vorne, rechts hinten, links hinten. Eine kreisende Bewegung mit deinem Oberkörper. Langsame und fließende Bewegungen und dann wechsle die Richtung. Komm nach rechts vorne, links vorne, links hinten, rechts hinten. Atme aus, geh nach vorne. Atme ein, gehe nach hinten. Atme aus, gehe nach vorne. Atme ein, wieder nach hinten. Schöne runde Bewegung aus deiner Hüfte, über den Rücken bis zum Kopf und komm wieder in eine gerade Sitzhaltung. Dann bringe die Hände über die Seiten nach oben. Finger berühren sich, dein Blick folgt den Händen und komm mit der Ausatmung, beug dich auf die rechte Seite. Der Arm streckt nach oben, wechsle die Seite, beuge dich nach links, linker Arm zieht nach oben, strecke deine Seite. Wieder zusammen und senke die Arme, wechsle den Schneidersitz, anderes Bein nach vorne und kreise langsam wieder mit dem Oberkörper, zuerst nach rechts, die linke Seite nach hinten, Oberkörper geht nach rechts vorne, links vorne, hinten, schöne kreisende Bewegungen.
Folge deinem eigenen Atemrhythmus. Wechsle die Seite. Komme nach links vorne, rechts vorne, rechts hinten, links hinten. Mit dem Ausatmen gehst du nach vorne, dem Einatmen nach hinten. Der Bauch geht rein mit dem Ausatmen und raus mit dem Einatmen. Und komm wieder zur Mitte, kreise mit den Schultern nach hinten. Bring die Arme über die Seite nach oben und beuge dich auf die andere Seite. Der linke Arm zieht zur linken Seite. Dehne deine Flanken. Die Hände treffen sich in der Mitte und geh zur anderen Seite. Beuge deine rechte Seite. Die rechte Flanke. Spüre die Länge. Hände wieder zur Mitte. Und mit dem Ausatmen senke deine Hände. Komm langsam in einen Vierfüßlerstand. Die Knie sind unter den Hüften, Hände unter den Schultern. Und kreise intuitiv mit deinem Oberkörper. Mache intuitive Kreise nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten, zur Seite. Was sich gut anfühlt. Achte auf deine Knie, wenn die Unterlage zu hart ist, lege dir ein kleines Polster unter oder ein kleines Handtuch. Auch dein Kopf macht Kreise intuitiv. Mache intuitive Bewegungen, was dein Körper gerade braucht, was gut tut. In diese Richtung kreist du. Und zur anderen Seite. Und dann komme langsam in die Stellung des Kindes. Das Gesäß senkt sich nach hinten ab. Die Hände sind entweder nach vorne gestreckt oder seitlich vom Körper abgelegt. Spüre deinen Atem. Spüre die Verbindung zur Erde. Komm langsam wieder in den Vierfüßerstand. Streck die Beine nach hinten und komm langsam in Bauchlage in die Stellung des Sphinx. Die Ellbogen sind unter den Schultern, die Hände flach auf dem Boden aufgelegt, Handrücken schauen nach oben, Handflächen nach unten. Der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule, wenn es für deinen Nacken angenehm ist. Strecke den Kopf nach hinten, ansonsten geht der Blick vor dir auf den Boden oder die Augen sind geschlossen. Die Fußrücken liegen entspannt auf dem Boden. Spüre die Kraft aus dem Rücken. Und dann lege langsam deinen Kopf, deine Stirn auf den Boden. Bringe die Ellbogen seitlich vom Körper. Und drücke dich langsam hoch zu unserem ersten herabschauenden Hund. Das Gesäß drückt nach oben, Fersen ziehen zum Boden, Füße hüftbreit aufgestellt. Laufe gerne ein bisschen von rechts nach links, von links nach rechts. Komme an. Dann bring deine Füße zusammen und strecke das linke Bein nach oben und mache Kreise mit deinem Bein. Seitliche Kreise und andere Richtung. Spüre deine Hüfte, wie sie sich öffnet. Und bringe das Bein nach vorne zwischen deine Hände. Senke das andere Knie ab. Bring deine Hände an deine Hüften. Das hintere Bein ist in Knieposition, der Fußrücken auf dem Boden. Bring deine Arme nach oben und streck dich
in die kniende Position ein, Krieger 1. Bring deine Hände wieder seitlich nach unten und greife den vorderen Fuß oder beuge dich einfach nur über dein Knie. Das Gewicht ist nun auf dem hinteren Bein, vorderes Bein gestreckt. Atme weiterhin tief und entspannt in deinen Bauch. Dann bring langsam dein vorderes Bein zu deinem hinteren Bein. Komm in Bauchlage. Leg deine Hände auf deiner Stirn ab. Nein, leg deine Stirn auf deinen Händen ab. Strecke die Füße, Fußrücken sind auf dem Boden. Lass alles los, alle Anspannung. Weiterhin in Bauchlage und bring langsam deine Hände wieder unter deine Schultern, stell die Füße auf und drück dich in den herabschauenden Hund. Laufe wieder von Seite zu Seite, dreh die Hüfte und den Kopf von Seite zu Seite, wie es sich gerade gut anfühlt. Dann strecke das andere Bein und mache Kreise, seitliche Kreise mit dem Knie und wechsle die Richtung. Bring das Bein langsam nach vorne zwischen deine Hände, stell den Fuß auf, das hintere Knie am Boden, Hände an die Hüften. Hände langsam über den Kopf gestreckt nach oben. Position des knienden Kriegers 1. Blick folgt den Händen. Weiterhin atmen. Spüre die Dehnung in der Rückseite des Rückens und des Beines, der Beine. Senke langsam wieder deine Arme. Bring deine Hände an die Hüften. Strecke das vordere Bein und beug dich mit geradem Rücken über das vordere Bein. Wenn du möchtest, greif deinen Fuß oder die Hände gehen einfach zum Boden und der Kopf beugt sich über das vordere Knie. Das Gewicht ist auf dem hinteren Bein. Spüre deine Atmung und die tiefe Ruhe und Verbindung zur Erde. Lass die Energie durch dich hindurch fließen. Spüre Prana, die Lebensenergie. Dann hebe langsam wieder deinen Blick. Bringe das vordere Bein zurück zum anderen. Komme in Bauchlage. Und mach ein kleines Kissen mit deinen Händen und lege deine Stirn ab. Die Füße sind entspannt. Der Körper ist entspannt, Kopf entspannt. Bringe deine Hände unter deine Schultern und drücke dich langsam hoch und komm in die Stellung des Kindes. Du kannst deine Knie seitlich öffnen, die Arme nach vorne ausstrecken, um mehr Raum für deinen Bauch zu schaffen. Atme weiterhin tief in deinen Bauch und spüre die Verbindung zu Mutter Erde.
Fühle dich geborgen im Schoß von Mutter Erde, wie ein Kind. Und drücke dich langsam wieder nach oben. Komm in den herabschauenden Hund und von da aus in die Vorwärtsbeuge. Bringe die Hände und die Füße näher zusammen. Die Arme kannst du verschränkt unter deinem Körper haben und schwinge langsam von Seite zu Seite. Lass dich gut aushängen, bring Länge in deinen Rücken, atme weiterhin. Nun bringe langsam deine Hände Richtung Boden, spreize die Beine und komm in eine Grätsche, eine sitzende Grätschposition. Wenn du kannst, bring die Fersen zum Boden, ansonsten bleib in der Position, die für dich angenehm ist und bringe die Hände vor deinem Herzen in Gebetshaltung. Möchtest, schließe deine Augen, atme, dann bringe deine linke Hand zum Boden und strecke die rechte Hand nach oben. Wechsle die Seite, rechte Hand zum Boden, linke Hand geht nach oben, Blick folgt der Hand nach oben. Bringe die Arme wieder nach unten, komm in eine Vorwärtsbeuge. Die Arme sind verschränkt vor dem Körper und hänge einfach nach unten. Dann komm zurück in herabschauenden Hund. Fühle die Dehnung im Rücken. Fersen ziehen Richtung Boden. Komme langsam wieder in eine sitzende Position, streck die Beine aus, gerade Rücken, zieh die Sitzbeinhöcker etwas auseinander und dann beug dich nach vorne, die Knie leicht gebeugt und schenke dir eine warme Umarmung. Für dich selbst. Spüre, wie gut es tut, dich selbst zu umarmen. Komme langsam wieder nach oben, strecke deinen Rücken, bringe die Beine seitlich in eine Grätsche, die Fußsohlen berühren sich und beuge dich nach vorne. Komm in einen leichten Flow nach unten mit der Ausatmung und langsam wieder nach oben mit der Einatmung. Unten beug dich nach vorne, die Fußsohlen berühren sich, die Knie ziehen Richtung Boden und dann bleibe unten und spüre wieder die tiefe Verbindung mit dir selbst. Spüre deine Atmung, spüre die Entspannung. Und dann komm langsam wieder nach oben. Und komm in eine liegende Position.
Du kannst in der gleichen Richtung bleiben. Ich habe mich nur fürs Video umgedreht. Und dann kreise deine Knie. Spüre deine Hüften, kreise deine Knie von einer Seite zur anderen, wechsle die Seite, kreise in die andere Richtung, massiere deinen unteren Rücken. Und dann streck die Beine nach oben aus. Die Füße sind oberhalb der Hüften und kreise deine Fußgelenke mit beiden Füßen an die andere Richtung. Deine Beine sind nach oben gestreckt. Wir bleiben hier für ungefähr eine Minute. Die Hüfte ist am Boden, der untere Rücken geerdet, die Hände seitlich vom Körper. Fühle, wie alles Blut wieder zurück in den Körper fließt, deine Beine leichter und leichter werden. Spüre tiefe Verbindung mit der Erde. Und dann senke deine Beine. Bringe ein Bein über das andere, das rechte Bein über das linke. Die Arme sind seitlich ausgestreckt. Und dann beuge die Beine zur linken Seite. Der Oberkörper bleibt am Boden. Nur die Beine senken sich langsam auf die linke Seite. Einfacher ist es, wenn das linke Bein gestreckt ist, aber wenn du kannst, dann beuge auch das linke Bein. Das rechte Knie zieht zum Boden. Spüre die Dehnung im Rücken. Und atme weiterhin tief in den Bauch ein und aus. Dann bring die Beine zur Mitte, wechsle die Seite mit gestreckten Beinen, komm zur anderen Seite, das linke Bein geht über das rechte und beug dich zur rechten Seite. Die Knie beugen sich auf die rechte Seite, die Arme sind seitlich links und rechts vom Körper gestreckt, der Oberkörper bleibt am Boden, die Bewegung kommt aus der Hüfte. Bleibe auf der Seite, atme weiter in deinen Bauch ein und aus. Atme weiter, spüre die Entspannung und Dehnung in der Rückseite des Rückens und des Beines. Beider Beine. Und dann bringe langsam deine Beine wieder zurück zur Mitte, deine Arme wieder seitlich neben den Körper, streck die Beine, kreise nochmal mit den Fußgelenken, lockere die Zehen etwas aus. Dann bringe beide Fußsohlen zueinander. Senke die Beine und bring deine Hände an deine Hüften. Der Oberkörper bleibt am Boden, das Gesäß bleibt am Boden. Die Fußsohlen berühren sich und die Knie werden von der Schwerkraft leicht nach unten gezogen Richtung Boden. Öffne deine Hüfte und spüre die Hüftöffnung. Tief in deinem Becken ist ganz viel Platz und Raum. Atme weiter.
unten den unteren Bauch. Dann bring langsam deine Hände und Beine wieder zum Boden. Die Beine sind etwa hüftbreit auseinander. Die Arme liegen locker neben dem Körper. Komm in deine Shavasana, deine Endentspannung. Spüre die Entspannung in deinen Füßen und Beinen, deinen Hüften, im Gesäß, unterer und oberer Rücken, Bauch, Brust. Deine Schultern sind entspannt, Oberarme und Unterarme, deine Hände, alle Finger, dein Hals und Nacken und der Kopf, das Gesicht und auch deine Aura. Alles ist vollkommen entspannt. Langsam bewege wieder deine Füße und Hände. Komm in deinem eigenen Tempo langsam und ruhig wieder zum Sitzen. Schneidersitz, atme ein, hebe deine Hände seitlich nach oben. Und atme aus. Senke die Hände und bringe sie auf deine Oberschenkel. Komm in eine Meditationshaltung, einen Meditationssitz. Wenn du möchtest, schließe die Augen. Spüre nochmal deine Atmung. Spüre Dankbarkeit. Bedank dich bei dir selbst, dass du dir diese Zeit genommen hast. Und bringe deine Hände vors Herz, an deine Stirn, zu deinem Herz. Beuge dich nach vorne, bedanke dich bei dir selbst, beim Universum. Ich bedanke mich bei dir fürs Mitmachen und freue mich, wenn du sehr entspannt nun weiter in deinen Tag gehst. Vielen Dank fürs Mitmachen. Mehr Infos findest du in der Videobeschreibung. Lass mir gerne einen Daumen nach oben oder einen Kommentar da. Schau auch gerne mal auf meiner Webseite vorbei unter lucyart.jimdo.com. Ich freue mich.